Sage ich denen mal Bescheid, dass das mit der Waffenlieferung schwer wird. Weil der Lieferant tot ist. Aber das kann ja mal vorkommen. Weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Nee, auf keinen Fall. Ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten. Du enttäuschst mich. Deinen Mangel an Loyalität kann ich nicht dulden. Darum wirst du jetzt durch meine Hand sterben. Ach komm, ja. Darfst du da anfangen? Oh nö, und das ist so noch ein... Ah, aber der kriegt Schaden durch Duras. Das ist den werden wir schaffen. Sehr gut. Radok tot. Elektroschrott erhalten. Erfahrung, Elexit. Mist, jetzt habe ich die Waffenkiste nie gekriegt. Der Alp ist tot. Kalans Wille wurde vollstreckt. Unsere gefallenen Kameraden werden in Ehren gehalten. Er aber wird im Dreck verfaulen. Hier, ein Zeichen seiner Gnade. Jetzt gilt es, den Kampf nach Xarkor zurückzutragen. Möge Kalan deine Wege leiten. Jo. Dieser Hund hat wohl geglaubt, er kann uns entkommen. Aber diesen Fehler hat er mit Blut bezahlt. Separatisten oder Alps, Schmutz bleibt Schmutz, egal hinter welchem Gewand er sich versteckt. Sobald der Truppenführer das Signal gibt, werden wir die Stellung aufbrechen. Solltest du also noch etwas von ihm wollen, nutzt die Gelegenheit. Der Gruppenführer ist schon auf dem Weg. Wo ist denn jetzt sein Waffenpaket? Und warum ist da Kampf? Ach so, die machen die Wühler da weg. Och gut, da hinten läuft jemand. Eine Blutkralle, okay, das ist aber ein neuer Gegner. Och gut. Hey, wartet! Hallo, Fremde. Ach, reisender Händler. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Was hast du anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Sehr gut. Kalans Hammer. Stärke 40. Ach, der macht bloß 3 Schaden mehr. Und ich brauche dafür 40 Stärke? Nee, das muss nicht sein. Zepter, Stärke, Konstitution. Ist schwerer zu tragen? Ach nee, ist einfacher zu tragen, weil ich nicht so viel Konstitution brauche. Lass mal, Gewehr geht, ne? Lasergewehr geht, ne? Energieschild. Der geht. Schaden 20. Ne, der Kapuze. Die würde einen Schutz mehr geben, aber das ist jetzt nicht so cool. Paradestärke und Rüstung 14. Schlachterhemd, 2 Rüstung mehr. Soll ich ausgeben? Nee, oder? Lass mal noch. Finden da vielleicht nochmal irgendwas anderes. Was sagt denn jetzt eigentlich mein Logbuch dazu, dass er tot ist? Ist da jetzt irgendwas mit den Waffenlieferungen passiert, oder? Gefühlschaos. Müssen wir ja. Neue Erkenntnisse. Achso, nee, das ist Gefährten. Das ist genau das, was ich nie wollte. Hier, besser. Kontaktaufnahme. Krumme Geschäfte, die Outlaws wollen Waffen beliefert werden. Ja? Was ist da jetzt los? Page will, dass ich in Kontakt mal außerhalb der Kuppel triffe und für sie Waffen heranschaffe. Sie wird auf Schritt und Tritt überwacht. Das ist auf jeden Fall noch nie abgeschlossen, obwohl er tot ist. Ich dachte, das war ihr Kontaktmann. Kann ich hier schlafen? Ich bin gerade so ein bisschen federviehmäßig kaputt. Ja. Geh einfach. Ja, hier ist was zum Schlafen, das ist schon mal perfekt. Ich glaube, da mache ich mir jetzt auch schon mal auf die Suche nach dem Funkmast.
hoffe, dass wir mit dem wenigstens zurechtkommen. Eine kurze Nachricht haben wir erhalten. Kurze Nachricht. Hab vorhin schon wieder diese Viecher gehört. Die Stadt schickt niemanden. Denen sind wir scheißegal. Gehe jetzt selber raus und kümmere mich um das Ungeziefer. Wenn du in der Zwischenzeit zurückkommst und mich suchst, dann findest du mich bei dem eingestürzten Tunnel. Ich werde den Rest unserer Minen nehmen und die Straße dorthin verminen. Die Viecher mache ich fertig. Bin gleich zurück. Ja, bin gleich zurück, wohl eher nicht. Er hat alle Minen mitgenommen. Ist auch interessant. Eine verschlossene Truhe. Die können wir mal ganz schnell aufmachen. Oh, diesmal habe ich es drauf. Das war wohl nichts. Ich würde schon sagen, diesmal habe ich es drauf. Dann steige ich drauf. Das war das gibt's nichts. Doch gar nicht. So, jetzt. Wie kann man denn so viele Dietriche nur zu abbrechen? Einfach. Nee, so. Okay. Ich habe so viele Dietliche abgebrochen, wie ich gekriegt habe. Das macht die Sache natürlich wieder wett. So, er ist aufgebrochen. Ja, Metallschrott nehmen wir mit. Heiltrank, wunderbar. Klopapier, Elex. Was hier alles rumsteht. Das ist ja schon nice. Er ist zum eingestürzten Tunnel. Ist hier überhaupt irgendwo ein Tunnel? Wenn man der Straße da vielleicht folgt. Die ist vermint worden, hat er gesagt. Hier ist doch gar kein Tunnel. Da ist ein Kritter. Zwei Kritter. Mit denen wären wir fertig. Das Vieh mache ich platt. Ja, mach das Vieh platt. Sehr gut. Immer drauf. Na. Sauber. Oh, da hinten ist noch ein Wolf. Finde das ist ja nicht so schlimm. Wenn wir hier einen nach den anderen machen. Ja. Und Wolf. Ja? Ja? Komm ruhig, wenn du dich traust. Schakal ist das. Ist der jetzt schlimmer? Er hat auf jeden Fall keinen Totenkopf dran. Ich dachte, das ist ein Hornwolf. Ein Schakal. Auch cool. Hier mal richtig schön draufhacken. Ah, ich habe genug Ausdauer nach der Combo. Habt ihr das gesehen? Nice. Wenn ich daneben hacke, passiert trotzdem noch all möglicher Unsinn. Ach komm. Immer hackt er alles daneben. Ja, jetzt aber. Gibson. Haha. Okay, wenn ich so mache, reicht die Ausdauer nicht. Der Schakal hat schon ein bisschen was hoch. Also ich, nee, also er hat mir ja noch keinen Schaden gemacht. Ach komm, keine Ausdauer mehr. Gib's ihm! Ja! Immer mittels in die Kusche rein. Sehr gut. Oh. Ich segel ab. Genug vom Kampf. Los! Fertig machen! Ja, yeah, vorbei ist es. 40 Erfahrung. Und jede Menge Zähne, Fleisch und so ein Gedöns. Wo ist denn hier der Tunnel? Was meint er denn? Ach, da vorne ist der Händler. Okay. Nee, das hier ist nicht der Händler. Na, wen Rainer. Haben wir denn hier? Ein verirrtes Schaf auf der Wiese der Ungläubigkeit. Lass mich dir einen neuen Weg aufzeigen. Wer bist du? Nein, danke, kein Interesse. Wer bist du? Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin niemand. Nur ein demütiger Diener Kalans, unserem Schöpfer. Du solltest dir keine Sorgen darüber machen, wer oder was ich bin. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich mach mir doch Sorgen. Kalan hat uns entsandt. Wir suchen verlorene Seelen, so wie du eine bist. Wenn du möchtest, werden wir dir helfen, auf den rechten Weg zu finden. Meine Fresse, du sollst aber echt mal mit den Drogen aufhören. Hey, danke, da habe ich kein Interesse an eurem Kult. Nein, danke. Kein Interesse. Das sehe ich anders. Ich denke, du hast Interesse. Denk gut nach, was du jetzt antwortest.
Och Mann. Du hast recht, ich habe Interesse. Du hast recht, ich habe Interesse. Siehst du, ich wusste es doch. Keiner kann sich dem Ruf Kalans entziehen. Kalan ist unser Beschützer. Kalan ist unsere Rettung. Und Kalan wird derjenige sein, der es uns erlaubt, diesen Krieg zu gewinnen. Aber erzähle mir erst einmal etwas über dich. Und ich rate dir, mir die Wahrheit zu sagen. Wo hast du den Großteil deines Lebens verbracht? Aus Sarkor, ich war einst ein Alp. Aus Abessa. Aus Tavar, aus Idan. Ach komm, wir sagen dem die Wahrheit. Mal gucken, was das bringt. Aus Xarkor. Ich war einst ein Alp. Du warst ein Alp? Das überrascht mich jetzt etwas. Aber du scheinst keiner mehr zu sein. Interessant. Kommen wir zur nächsten Frage. Gehörst du einer Fraktion an? Nö. Nein, ich gehöre keiner Fraktion an. Was ist denn das hier für eine Fragestunde, mein Freund? Ein Führungsloser. Sehr schön. Gut, gut. Und wie sieht es mit deiner Aggression aus? Hast du in deinem Leben, egal ob jetzt oder schon länger her, schon mal einen der freien Menschen umgebracht? Na klar. Ja, habe ich. So viele, da kann ich gar nicht mehr erzählen. In diesen Zeiten. Ja, eben. Ich hätte dann nur noch eine letzte Frage. Und bei dieser Frage lasse ich dich nicht lügen. Hast du mich bei irgendeiner der vorherigen Fragen belogen? Nein. Ich bin beeindruckt. Entweder du hast mir auf alle meine Fragen die Wahrheit geantwortet, oder du hast meiner Suggestion widerstanden. So oder so wärst du ein wertvolles Mitglied in unserer Gemeinschaft. Ich werde dich nicht zwingen, mit mir nach Ignadon zu kommen, aber wenn du freiwillig mitgehen möchtest, werde ich dich hinbringen. Nein, ich habe kein Interesse daran, nach Ignadon zu gehen. Weiß nicht, kriege ich Erfahrung, wenn er auf dem Weg Viecher tötet? Weil hin müssen wir ja eh noch. Eigentlich, glaube ich. Na komm, bring mich hin. Bring mich nach Ignadon. Alles klar. Dann komm mal mit. Aber ich werde dich nur dort abliefern und dann wieder verschwinden. Verstanden? Dann los. Ah, schade. Ich dachte, wir laufen tatsächlich zusammen. Wird geladen. Na gut. Ja, stehe ich hier, dolle Wurst. Nee, so war das nie geplant. So wollte ich das nicht. Reißender Händler, ach cool. Jetzt sind wir in Buxtehude, ne? Wo war man gerade? Hier hinten irgendwo. Hier hat er uns, glaube ich, aufgeschnappt. Da ist der Tunnel dann wahrscheinlich. Aber hier, das könnte auch ein Tunnel sein. Ich gehe nochmal zurück. Zu dem Haus. Ich wollte ja eigentlich bloß diesen Tunnel finden, wo er hin ist mit den Viechern. Mehr wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wusste ja... Was will ich denn bei Kalan? Mit Kalan habe ich so gar nichts am Hut. Will ich doch lieber mir den... Wenn wir schon mal jetzt eh hier sind... sage ich denen mal Bescheid, dass das mit der Waffenlieferung schwer wird. Weil der Lieferant tot ist. Aber das kann ja mal vorkommen. Ich kann die ja anlügen und sagen, hier, da war schon tot. Nein, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Und das sah aus, als hätte er mit den Klerikern gekämpft. Page? Das ist ja ein Traum, dass sie wieder läuft. Du bist wieder im Geschäft. Waffenlieferung übergeben. Also, ich habe sie doch. Okay. Dann gebe ich sie dem Chef. Wie ich es gesagt hatte. Soll der damit machen, was er will? Ja, nice. Ich dachte, wir haben die Waffenlieferung gar nicht gekriegt. Aber scheinbar haben wir sie seinen toten Clown entrissen. Nichts zu ein. Nee, ich auch nicht mehr. Ja, echt gut, dass wir den Bericht vorher gelesen haben. Da wissen wir wenigstens, dass er ein Arsch ist. Was willst du? Ich hab zu tun. Ich bin hier, um etwas richtigzustellen. Du möchtest etwas richtigstellen? Halt, bist du nicht derjenige, der die Separatisten gesehen hat, wie sie Verhandlungen mit den Alps geführt haben? Ja. Ja, genau. Also, was willst du? Und warum ist nicht Caleb hier, um das zu klären? Wir haben eine Befehlskette, falls du das vergessen haben solltest. Caleb ist nicht unser Anführer. Er regelt nur das meiste. Wie dem auch sei.
Ich bin hier, um zu gestehen, dass ich für ihn gelogen habe. Du hast was? Ich habe Feng und die anderen Separatisten nicht gesehen, wie sie mit den Alps verhandelt haben. Ich habe nur gesehen, wie Feng sich mit einem anderen Separatisten unterhalten hat. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen aus der Stadt geschmissen werden. Zur Kenntnis genommen. Aber das wird ein Nachspiel haben. Eine solche Tatsache zu verschweigen, bleibt nicht ohne Strafe. Aber darüber reden wir später. Ich habe jetzt zu tun. Wegtreten! Schön. Hat er sogar auch richtig gestellt. Die Kuppelstadt ist unsere letzte Hoffnung. Ja. Richtig. Hier. Wegen deiner Waffenlieferung, Kollege. Ich habe, was du wolltest. Ich habe, was du wolltest. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, die Ware ist vollständig. Überzeug dich selbst. Schon gut. Das Misstrauen ist die Folge meines langen Aufenthaltes hier. Hier, wer mir die Last von den Schultern nimmt, soll großzügig entlohnt werden. Ach ja, der Waffenhändler. Wie steht es um ihn? Lebt er noch? Den gibt es nicht mehr. Gut, Kalans Strafgericht fehlt niemals. Du hast dir damit diesen kleinen Bonus mehr als verdient. Nice. Okay, ja, kleiner Bonus tatsächlich. Das war ja jetzt nicht die, eine Amtszeit. Nicht die Rede wert. In den Ruhestand. Ja, ich weiß. Du hast keinen Bock mehr. Wie lange ist denn so eine Amtszeit? Ist das so viel Jahre? Hab ich gerade gesagt. Hat auch noch ein bisschen was vor sich. Paige! Nee, du bist ein Outlaw. Wo ist denn Paige jetzt? Muss Paige noch sagen, dass sie Pech gehabt hat. Bist du Paige? Nee, du siehst nie. Doch. Wo bleibt meine Lieferung? Schlag sie dir aus dem Kopf. Ich hab sie Alois übergeben. Schlag dir das aus dem Kopf. Ich kann mir denken, was passiert ist. Besser, du gehst mir aus den Augen. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Die mag mich nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. So, egal. Wir wollten ja eigentlich zur Höhle und dann zum Funkmast. Dann machen wir das mal. Paige. Ja, die Arme. Habe ich eigentlich Lernpunkte? Ich habe Attributspunkte, 25 Stück, wo ich nichts mit anfangen kann. Und einen Lernpunkt tatsächlich auch. Warum habe ich so viele Attributspunkte und plus einen Lernpunkt? Und was will ich als nächstes lernen? Das ist die Frage. Nahkampfwaffe, Fernkampfwaffe. Angriffsstärke wäre ganz cool. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Paradestärke, Wuchtschlag. Granaten, Jetpack. Maschinenkiller, Mutantkiller, Jetpack-Angriff. Jetpack-Angriff ist cool, ne? Ah, das dauert noch. Was können wir denn hier noch? Kleriker wird ja nicht passieren. Wir sind ja jetzt gerade mal auf dem Weg Richtung Berserker. Das braucht sogar einen Lernpunkt. Okay, Berserker. Schaltet Gildenlehrer frei. Zusätzliche Widerstand gegen Gift. Neue Ausrüstung bei Gildenhändlern. Schaltet die Fähigkeit frei, magische Waffen zu verbessern. Zugang zu magischen Kräften. Magie. Magische Sprüche halten entweder länger an oder richten größeren Schaden an. Der Effekt steigert sich mit jeder Stufe. Gerissenheit braucht man dafür. Mana. Steigert dein Mana mit jeder Stufe. Intelligenz und Konstitution. Waffe verzaubern. Ermöglicht es dir, Berserkerwaffen zu verzaubern und mit Schadensauren zu versehen. Intelligenz, Geschick. Oh, 50 Geschick. Verrückt. Fächerschuss. Erlaubt es dir, mehr Pfeile mit einem Schuss zu verschießen. Was, echt? Das ist Sache der Berserker? Okay, cool. Suchender Pfeil. Sind das Sprüche? Nee, ne? Spruch Geistgestalt. Erlaubt dir, den magischen Spruch Geistgestalt einzusetzen. Was tut der? Zauberspruch. Tarnaura. Effekt 40 Sekunden. Mana-Kosten 15. Abklingzeit 10 Sekunden. Der Wahrnehmungsradius deiner Gegner wird halbiert. Ah, okay. Also es ist sowas wie ein Schleichspruch. Spruch Lederhaut. Erlaubt dir, den magischen Spruch Lederhaut einzusetzen. Gerissenheit, Konstitution. Rüstung plus 20. Effektdauer 90 Sekunden. Mana-Kosten 20. Deine Haut wird widerstandsfähiger. Das klingt gut. Spruch, Aspekt des Kriegers. Spruch, Aspekt des Kriegers. Nahkampfschaden plus 50.
Ach nee, Nahkampfwaffen plus 50. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie Nahkampfschaden. Effektdauer 45 Sekunden. Ja, schick, schick. Spruch, Bluttransfer. Was tut denn der? Zauberspruch, Energie plus 20, Gesundheitskosten 20. Abklingzeit, wandelt Lebensenergie in Mana. Oh ja, das ist natürlich nice. Spruch, Geisterwolf. Beschwört dein Geisterwesen, das dir im Kampf zur Seite steht. Lebensspanne, variabel. Okay, Abklingzeit 60 Sekunden, Mana-Kosten 40. Spruch, Leben erspüren. Hebt alle Lebewesen in deinem Sichtfeld hervor. Spruch, Giftaura. Wirkt Giftschaden auf alle nahestehenden Gegner, das ist natürlich auch nice. Spruch, Giftaura. Spruch, Heilung. Heilung ist ja Standard, ne? Heilt dich und deine Gefährten. Das ist schon nice, was die so können. Die haben alle Waffen. Psi. Eine Ein-Mann-Armee, okay. Erhöht den von dir angerichteten Schaden, sofern du ohne Gefährten unterwegs bist. Das ist natürlich auch nice. Suggestion. Erlaubt dir, die Leute zu beeinflussen. Die haben auch cooles Zeug, ne? Die Kleriker. Aber ich denke mal, wir machen hier schöne Magierunde. Weil mit den Gottesgläubigen. Da heißen die so. Mit. Dann muss er nicht sein. Ja, Federvieh. Nimm das. Oh ne, du bist okay, Federvieh. Schade. Ich dachte gerade, ich komme jetzt wieder an kostenloses Geld. Aber da nicht nix ist. Ja, Seerose nehmen wir gleich mal mit. Das sind immer die, die wir jemals brauchen werden, aber. Geldbündel, hübsch. Talschrott, klar. Anleitung für Heiltrank. Ja, Chemie müssen wir als nächstes lernen eigentlich, ne? Dass wir Tränke herstellen können. Das wäre super cool und wichtig. Ich glaube, dafür will ich meinen nächsten Lernpunkt verwenden. Muss ich mal nachgucken, was Chemie braucht, dass ich mir das schon mal zurechtlege. Hier das Handwerk bestimmt. Chemie braucht 25 Intelligenz. Dann machen wir das erstmal. So, wunderbar. Übernehmen. Danke sehr. Ja, jetzt haben wir noch 15 Punkte. Ist die Frage, was machen wir mit 15 Punkten? Könnten jetzt hier geschickt nochmal auf 30 hochbringen. Dann haben wir noch 10 Punkte. Könnte man die Stärke stecken. Problem, so weit kommen wir dann nicht, nicht? 30 Geschick. Ich glaube, solange wie ich es nicht brauche, nutze ich es nicht. Weil ich habe gelesen, dass die Attributspunkte quasi keinen Einfluss haben, außer auf das, was du freischalten kannst. Von daher macht es keinen Sinn, die zu verwenden, wenn man gar nicht weiß, was man freischalten will. Deswegen sehe ich davon jetzt gerade mal ab. Heilpflanze, ja. Ach komm, nimm mit. Wenn die jetzt gerade mal hier so steht. Wir wollten zur Höhle. Da ist die Hütte. Ich gehe jetzt mal nach rechts. Vielleicht ist dort dann die Höhle. Bemerkenswertes Land. Ja, ne? Ich habe gerade da das Abflussrohr gesehen. Das würde ich mir auch mal angucken wollen. Aber erstmal hier der Kritter. Achtung! Ja, nimm das! Oh Gott, voll daneben. Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Das hat mich jetzt schon so ein bisschen verwirrt. Ja, es bleibt Ausdauer übrig. Ich könnte ausweichen. Das ist nicht cool. Frosch, das findest du bestimmt auch cool, ne? Ich kann nach meiner Combo ausweichen. Also ich kann die Combo-Attacke machen und dann ausweichen. Das ist schon nice. Huch. Bist du auch ein Schakal? Ja, bist du. Ja, komm, nimm das. Oh. Ja, mit daneben hauen wird nicht viel. Ja, komm. In den Hintern. Ja, kriegt das von vorne und hinten gleichmäßig besorgt. Ja. Ah, ich würde schon sagen, will er mich jetzt, aber nee. Ist immer noch scharf auf Duras. Ja. Jetzt gibt's erstmal auf die. Ach komm. Weicht doch nicht aus. Ach, doch mich. Okay.
So nicht, mein Freund. Hier. Nimm das. Oh nein, keine Ausdauer. Ich dachte, ich habe jetzt immer genug. Sauber. Bester Schlag. Der Baum war zu heftig. Alter. Und dann wieder daneben getroffen. Ja. Jetzt. Schluss mit lustig hier. Sieh zu. Ja, nice. Sehr gut. Den Schakal haben wir schon mal. Meine Güte. Der hat keinen Totenkopf und du hängst da dran wie so ein Schluck Wasser, ne? Stell dir mal vor, ich müsste ohne Thoras kämpfen. Das wäre nicht möglich. Nochmal.